Hallo und willkommen zurück zu Super Smash Bros. For Wii U. Wie üblich mit Neon Laser Cat und Zellos Q. Hallöchen. Außerdem haben wir auch wie immer einen weiteren Gast dabei. Und zwar den Ralfi, der selber auch streamt. Irgendwie. Und ja, wir machen heute ein kleines. Wir hatten das schon mal so ein bisschen buchstabenmäßig, mit welchen Buchstaben wir Charaktere aussuchen. Heute nehmen wir mal die Anzahl der Buchstaben im Namen. Mit einem, der drei oder vier Buchstaben hat. Drei oder vier. Und Leerzeichen zählen nicht. Und Minus und sowas. Nur die Buchstaben, okay? Wii Fit Trainer erinnert mehr als drei, oder? Das ist korrekt. Also drei oder vier. Ich sehe gar keinen. Achso, da ist einer. Es gibt schon ein paar. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Gibt schon ein paar, so ist es nicht. Ich weiß schon, wie Zellos nimmt. Weißt du das wirklich? Ich habe so den Verdacht. Achso. Kann ja sowieso kein Charakter. Eigentlich ist es ja scheißegal, wie ich auswähle. Ja, nimm einfach den, mit dem du... Bowser Junior hat auch mehr als drei. Ja. Link. Link hat eins. Vier. Hätte ich den nehmen können. Scheiße, hätte ich nehmen können, verdammt. Ja, hättest du nehmen können. Ja, egal. Ich habe meine Geheimwaffe, die ist so geheim, dass ich sie selber nicht mal kenne. Dass du sie selber nicht kennst, ha? Das ist schön. Heute mal Mathe-Ansatz statt Buchstaben-Ansatz, finde ich gut. Ja, ich dachte mal ein bisschen was zum Mitdenken, weil die Birne einschaltet. Ich bin Rio. Das war so klar. Hallo. Ja. Wie spielt man diesen Charakter? Einfach Spaß haben. Okay. Einfach Spaß haben. Es steht Spaß zu Spaß. Ralfi hat gerade noch was im Chat geschrieben und Schwibi, da können wir ja gleich vielleicht mal drauf eingehen. Ja, ich Ralfi hat gefragt, ob er Zufall nehmen kann. Ja, er kann machen, was er möchte, das ist kein Problem. Nur wir müssen uns an die Regeln halten. Genau. Wenn nicht, dann seid ihr für immer. Wiener Formel 1. Das sind wir quasi Mercedes und er ist Ferrari. Oh! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht! Das kommt aber raus, wenn man die Tastenkombination hat. Ah, genau. Brauche jetzt eine neue Quest für dieses Let's Play Together, mit wem ich gewinnen soll, nachdem ich mit der Wii Fitness Trainerin gewonnen habe. Na, mit Glurak. Das habe ich schon mal geschafft. Das ist doch gelogen. Aber doch, ich habe mit Glurak gewonnen. Also warum lebst du noch? War ja meine erste Quest. Ich bin Pit. Ich bin Pit. Nein. Oh. Könnte Pit nehmen als Quest. Okay. Meine nächste Quest ist irgendwann mal mit Pit zu gewinnen. Komm hoch! Ich bin Rio. Ah! Ui! Helikopter! Ah. Helikopter dick? Na komm! Oh, shit! Du hast keine Chance! Ich bin so schlecht mit diesem Charakter, das könnte ziemlich lange dauern. Ich hab auch lange gebraucht, um mit dem spielen zu können. Boom! Ah, wieso? Kann der irgendwas werfen oder so? Ich finde ja diese Projektilcharaktere eigentlich alle ganz cool. Bitte? Der kann B. Oh. Benutzt mal B. Ja, kannst Pfeile schießen. Kannst du spammen. Pfeile ist voll toll. Pfeile spammen, voll gut. Wenigstens habe ich Trikots nochmal getroffen. Das ist gut. Das war das Wichtigste. 7% Schaden gemacht, aber vom Tod. Egal, ich bin Rio. Ich bin Rio. One morning, I'm gonna reach all stars. Ach ja, Sonic-Spiel. Also ich glaube, Pit gewinnt. Du hast eine gute Chance. Ja, ist eine gute Chance, ne? Schon mal 66%. Das ist schon mal gut. Aua, ey. Das ist immer, wenn man auf eine Seite achtet, kommt von hinten der nächste Schlag. Ja, ja, so ist das. Alter, ihr seid natürlich nicht gefreut. Koop. Ich will gewinnen. Pass auf, wenn Barry hier gleich gewinnt. Muss ich mir wieder eine neue Quest aussuchen. Ja, das wäre jetzt ein bisschen früh, ne? Alter, ich kriege nicht gegrabt, ne? Das ist nicht normal. Nee, kriegst du nicht. Nice, Barry, pass auf, was du machst. Ja, das. Wieso ist bei dem vor. Oh, nee! Nein! Ah, halte durch! Ich glaube nicht. Halte durch! Ach, das war gemein von Rikus, dem Elenium. Oh, das war auch gemein. Also, ich denke, Ralfi gewinnt. Ja, das lässt sich in Smash Bros. Nicht vermeiden, dass man den Controller laut hört. Ja, das tut mir auch leid. Weil, wie soll ich den denn halten? Da müsste ich ja hinter dem Rücken halten. Ja, eben! Muss blind spielen. Schön, okay. Dann nächste Runde, logischerweise 5 und 6 Buchstaben. Aha. Du musst doch auf den Kommentar von Twibi eingehen. Ja, Moment bitte. Soll ich richtig laut sein? Ach, vier, was hat das? Wie viel Buchstaben? Das freut mich. 5 oder 6? Das ist auch mein absolutes Markenzeichen mit dem Hallo, also danke. 5 oder 6? 5 oder 6, genau. Ich kann nicht zählen. Den wollte ich denn jetzt nehmen? Ich hab's selbst vergessen. Ach ja. Heißt, ich hätte eben Link nehmen sollen, ich Idiot. Ach. Den Punkte als Buchstaben oder sowas?
Nee, Punkte und Bindestriche werden einfach ignoriert. Nee, wirklich null Buchstaben. Ja, und Leerzeichen sind auch egal. Genau. Es könnte übrigens sein, dass mein Controller das ist, den man laut hört. Oh, der ist auch gleich leer, sehe ich gerade. Ja, das passt schon. Wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die habe ich auch noch nie genommen. Kann ich nicht. Ja, perfekt. Lucina hast du also. Ja, cool. Eben. Es gibt nur eine Sie mit 6 Buchstaben. Ja, okay. Dann habe ich die auch. Oder ich habe mich verzählt, aber wenn, war das nicht absichtlich. Dann wirst du disqualifiziert werden. Dann wirst du disqualifiziert, dann machst du Kommentator der Rest. Ach, nee. Der Ralfi überlegt sich ganz heftig, was für ein Spiel. Er hat eigentlich eben gewonnen. Ich habe eben nur noch in den Chat geguckt, muss ich zugeben. Ich habe gewonnen. Ah, natürlich hatte Barry langweilig. Ja, langweilig. Entschuldigung, tut mir leid. Oh, Villager ist Chibabchichi und Steaks. Ich bin neidisch. Ich versuche hier noch zu lesen nebenbei, das geht gar nicht. Alter, boah, 3 Schwertkämpfer. Ist aber auch der einzige, der 5 Buchstaben hatte. Vor allen Dingen, ihr habt einen Vorteil, ihr habt die CLC-Dingsbums. Es gibt ungefähr 10 Mann mit 5 Buchstaben. Wen denn noch? Gibt schon noch ein paar. Wie wär's mit... Mir fällt noch einer ein. Zelda? Wie ist die Gattungsattacke mit der? Ist das gefährlich? Da kann ich dabei sterben? Komm her, Raffi! Raffiki! Rafiki. Okay, mit der Rettungsattacke komme ich nicht gleich. Darf ich dich Rafiki nennen, Ralfi? Bitte, bitte. Aua. Rafiki? Ja, Rafiki. Rafiki. Weil er so ein weiser Kerlich ist. Mit Ralfi, da muss man. Ach, ist das dieser Affe aus König der Löwen? Ja, Löwen, das ist ja, genau. Der Affe, ja. Der ist voll weise. Voll klug und so. Ah, Gott! Irgendwie landen wir jede Woche bei König der Löwen. Ich finde das interessant. Ah, komm her! Boah, alle kann mich mit der nicht retten, ihr dürft mich nicht töten. Ah, ich da weg. Da schwänzt er mich noch einmal mit seinem Songdurst. Kacke. Oh, das war's. Nee, das wird der letzte Platz in dieser Runde für mich wahrscheinlich. Boah. Yep, das war's, wie gesagt. Knapp. Oh, shit. Die mag ich nicht. Die ist mir irgendwie zu offensiv. Man muss recht genau spielen mit dem Kacken. Ja, das kann ich ja nicht. Ich drück einfach irgendwas und hoffe, dass es funktioniert. Ich bin so wie Darmstadt 98. Ich drück einfach irgendwas. Aber manchmal klappt es. Dann tue ich so, als hätte ich Skill. Hey, du Frechdachs, du. Naja, ich grab dich einfach hier. Ach Mann, Ralfi, das war gemein. Aber naja, er will mich ja, er muss mich ja töten, ist ja das Ziel des Spiels, deswegen ist es okay. Er greift mich schon nicht. Ich möchte nicht letzter werden. Oh, Leute, Schwerter. Keine Sorge, Zellos, ich werde bestimmt gleich irgendwann sterben. Alter. Die hat aber auch eine scheiße Rettungsattacke. Die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, Ralfi ist in der Mitte, das ist gut. Gut für mich. Meine Chance, nicht Dritter zu werden. Nicht schon wieder fallen. Geh weg! Oh Gott, nein! Und mich hat's erwischt. Also ich glaube, Marv gewinnt. Bin ich parteiisch. Was? Das mit den Transparenten bei den Hoffenheim-Fans, habt ihr das mitbekommen? Das war richtig witzig. Nee. Die haben geschrieben aus dem Transparent, also die haben ja gegen Red Bull Leipzig gespielt, wir sind die Einzigen, die den Fußball kaputt machen. Boah, das kann nur einen geben, der den Fußball kaputt macht. Das ist witzig. Fand ich richtig geil. Okay, geil. In Nürnberg habe ich nicht gesehen, ich habe Arminia gesehen. Die haben 4-4 gespielt, das war nicht gut für mein Herz. War nicht gut für dich? Ja, okay. Nee. Boah, ich habe mir. Oh, das war fies. Die haben ja erst 3-1 geführt, ne? Oh. Und dann lagen sie 3-4 zurück. Dann hätte ich mein Handy fast gegen die Wand geworfen. Ja. Mach doch sowas nicht. Mach sowas nicht, ey. So, jetzt 7-8, oder? Ich würde sagen, wie spät? Ja, 7-8. 7-8? Haben wir überhaupt irgendeinen Kandidaten? 7-8? Gucke immer den Rekordmeister Villager U. Wir können auch 7-9 machen, würde ich sagen. Das wird 7-9. Klingt gut. Ah. 7-9. Da muss ich mal zählen sogar. Du kannst bis 9 zählen? Ich glaube, das ja, kann ich. Es ist ganz schwierig, ne, weil es so irgendwo zwischen 8 und 10 liegt, aber ja, es geht. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Das ist schon schwierig. Wir wollen 10, unseren Hass zurück. Schokomilch statt Red Bull. Geil. Geil. Es ist echt anstrengend, nebenbei noch den Chat mit zu verfolgen. In der Tat.
Vor allem, wenn man immer bis zum Ende im Kampf ist, hust. Hilft Alpecin, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. In der Tat! Ja, hui. Wir hatten jetzt übrigens schon zweimal einen doppelten Charakter drin, ne? Echt? Ach, ist das so? Stimmt. Na, Pit und dann Marv. Stimmt. Wissen halt eben was Gutes. Viele Grüße an die 4 Sky-Zuschauer. Ich hab's tatsächlich nicht gesehen, weil ich mir wirklich dachte, Red Bull Leipzig und... Ich wollte eigentlich am Wochenende Fußball schauen, aber da war eine Geburtstagsfeier in der Familie und... Ah, ich gucke ja immer die, als doppelter Fan von Arminia Bielefeld und Bayern, gucke ich ja immer die beiden, also von denen immer alle Spiele und dann habe ich meistens echt keinen Bock mehr, noch ein ganzes Spiel anzugucken. Weil 2 Spiele am Wochenende ist schon, ja, auf Dauer anstrengend, sag ich mal. Auch wenn es natürlich Spaß macht, meistens. Immer 3 oder 4 Punkte am Wochenende zu haben. Da hat mich der Rikus gegrabt. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, ihr greift mich nur an. Habt ihr was gegen Wendt? Ja, ich hasse dieses Miststück. Ich wollte einfach nicht. Egal, was ich... Egal. Kannst doch nicht Wendy nicht mögen. Ja, Wendy schon. Muss man mögen, Alter. Was der hässlichste weibliche Kuckerling. Ja, toll. Wow. Ich werd verrückt. Aua. Ah, ich bin da gerade weggeflogen. Wieso? Ich mag diese Mecha-Koopa einfach, das finde ich total witzig. Ja, die sind auch cool, die sind auch einer der besten Projektile im Spiel. Eins der besten. Boah, ich habe schon wieder leichte Lags hier ab und zu. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Das ist deine Chance, Barry. Whee! Wieder so ein Mecha-Koopa von unten. Kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Ja. Greifen die einen eigentlich auch irgendwann selber an? Ja, ne? Nee. Außer wenn die explodieren gerade, dann kannst du getroffen werden von denen. Ui, da kam eine Hand aus dem Boden. Eine Hand. Richtig gefistet, weißt du? Oh, verdammt. Ich halte mich gerade irgendwie ein bisschen aus dem Kampfgeschehen raus, aber ich finde es gar nicht mal so wild. Geschafft! Ich lebe noch, ich bin nicht Letzter. Juhu, ich bin Letzter. Stimmt. Ich hab dich mal die Kugel abfangen lassen. Mensch, lieber Schutzschild. Was soll das? Korb. Ey. Bleib mal schön außen. Immer in Sicherheit bleiben. Die böse Kuppas, ey. Oh, schön. Kämpft immer gegeneinander. Nee. Beschießt euch mit Projektilen. Ah! Triffst du vorne an. Nein! Geh weg! Lass das! Ah, jetzt schlägt es mich auch noch ab! Oh, Gott. Oh, yes! Juhu, zweiter! Juhu, zweiter! Ich sag, Barry gewinnt. Ganz klar. Das wird nicht passieren, fürchte ich. Hat Wendy, Alter. Das wird beste, Mann. Boah, das war gemein. Ja, hast du doch gut gerettet. Ja, guck, Alter, perfekt. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Ich will euch ja nicht die Hoffnung nehmen, aber ich habe noch 2 Leben. Egal, das schafft er. Ich habe noch 1 Leben. Na und, was willst du mir damit sagen? Willst du nur sagen, ich habe weniger Chancen, ne? Ach, Quatsch. Ja, guck. Ja, du machst mich natürlich richtig platt, das sehe ich auch ein, aber ich habe auch Projektile. Feuer. Ach, scheiße. Das hätte sogar nicht so leicht gegen Wendy. Bam. Lebe ich noch? Ja, noch lebst du. Noch. Ey, ich hab jetzt mein Dings nach unten geschossen. Kampfrekord auch zu gewinnen. Das ist halt die Folge meines Lebens. Zum Glück habe ich keine Schweißhände gerade. Oh, Schweißhände. So, und jetzt 10 und mehr, würde ich sagen. Ne? Okay. Gibt's überhaupt da einen? Silber! Es gibt genug, denke ich. Ah, gibt genug. 10 oder mehr. Zum Beispiel finsterer Pit oder die Wii Fit Trainerin. Geil, die nehme ich. Oder Rosalina und Luma. Rosalina und Luma, genau. Das ist auch gut. König DDD. Ja, der Chat auf Twitch knapp, schreibt gerade über sein. Cola und sowas. Ah, wollt ihr irgendwas Cola. Über Cola sagen? Ich bin kein großer Cola-Fan. Ich nur Freitagabends. Im Whisky oder was? Nein, ich trinke halt Kaffee und wenn ich dann Freitagabends müde bin, trinke ich immer Cola und dann wirkt die bei mir ganz krass, weil ich sonst fast nichts mit Zucker zu mir nehme. Aha. Okay. Und da ja ziemlich viel Zucker drin ist. Das ist so meine Freitagabend-Droge. Und ja, Captain Morgan Cola schmeckt auch gut, ja. Werbung zu machen. Morgan. Ich will auch mal Captain sein.
Ja, ich will auch mal Captain sein. Will man da Captain, wenn man das trinkt? Wieso gibt's keinen Captain als in diesem Spiel? Captain Falcon. Captain Falcon gibt es, ja. Was war das jetzt bitte? Den hätte man nicht den guten alten Captain vergessen. Den hättest du jetzt nehmen können, Barry. Ja, zu spät. Hallo. Ach, mach immer diese dummen Sachen, die nichts bringen. Oh. Muss erstmal mit dem Charakter wieder eingerufen. Geht das wieder los jetzt, Zellos? Ja. Ich will nicht schon wieder einen Remix von dir machen. Irgendwer hat Items eingestellt. Oh. Egal. Echt? Ja. Ich bin doch so sportlich, eigentlich brauche ich gar keine Bazooka. Könnte ja Ralfi gewesen sein. Ach ja, wenn das bei einem Kampf dabei ist, ist das, glaube ich... Das ist traurig. Das ist nicht fair. Habt ihr denn meinen Remix gesehen, den ich von Zellos gemacht habe? Ja, fand ich sehr witzig. Musst du mir nochmal schicken, wenn dann schon. Ich hab's nicht gesehen, muss ich zugeben. Oh yes. Das hast du nicht gesehen, schade. Ich hab Pilz. Ja, das dann... Na, du brauchst eigentlich nur das Video angucken, das letzte. Von mir, von Smash. Okay. Weißt du was? Nimm ein Bumerang! Aua, kommt der zurück? Das hat ihn jetzt aus dem Konzept gebracht, oder? Damit hab ich nicht gerechnet, dass er wieder zurückkommt. Oh, ich hab irgendein Feuerding, was ich nicht kenne. Ah, guck mein mal. Fuß, das stinkt. Scheiße, ey. Meiner! Wo bin ich? Gib mir den Ball. Was zum Teufel? Hab ich's? Was passiert? Nee, das ist ein Ralfi. Ja, das ist halt das Problem, deswegen sage ich immer ohne eines, weil es mega verwirrend alles ist. Was ist denn das mit dem Stern? Bin ich jetzt unbesiegbar? Muss euch nur berühren, ihr seid tot? Dein Ernst, Junge! Ich sterbe auch! Ich bin am Leben. Was ist denn jetzt los? Oh. Hey, Barry hat sich ein Leben. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was hier gerade abgeht. Das musst du auch nicht. Musst du auch nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Aber... Das, was du aber gemacht hast, das war gut. Was auch immer du gemacht hast. Boah, also, ja, stimmt, der hat die Flagge gehabt, weil ich hat das wieder ein Leben geholt. Er könnte jetzt sogar gewinnen. Der hat sogar echt eine Chance jetzt. Jetzt bin ich unter Druck. Ich bin der sympathische Außenseiter. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Wirbelsturm-Dings. Herz. Oh Gott, geh weg. Scheiße. Mein Herz. Das solltest du nicht machen, ey. Hat er jetzt Herz eingesammelt? Jo. Jetzt hat er ein Herz. Der Affe. Das heißt nicht, dass ich ein Leben bekommen habe, aber meine Prozente sind alle weg. Juhu. Autsch. Muss aufpassen, das Ding Mitte. Explodiert. Das Ding explodiert. Ah, oh, wer wirft da den Bumerang hin, du was Unverschämtes? Ja, das ist der Ralfi, was Unverschämtes. Also mit den Items, das ist mir echt zu verwirrend. Ja, das ist die auch immer. Na gut, aber das ging jetzt deswegen so schnell, dass wir gleich nochmal machen können. Ja, genau. Und ich würde sagen, freie Auswahl nochmal für den letzten Kampf, oder? Okay, freie Auswahl. Und bitte nochmal nachschauen, dass die Items aus sind. Okay. Also das war wahrscheinlich jetzt bei Ralfi, aber... Das wird jetzt bei mir sein. Schon wieder Silber. Zweimal Silber. Das müsste jetzt auch dastehen, wenn die Regeln ändern darf. Das ist schön, ja. Ich bin der als erstes verlost hat, ich weiß. Oh, du musst mir nicht reindrücken. Oh, doch. Eiskalt. Villagers Wunsch? Was hat Villager sich denn gewünscht? Tut mir leid, wenn ich alles im Chat übersehe, aber es ist anstrengend, hier aufzupassen. Das ist in der Tat so. Villager hat sich irgendwas gewünscht, aber keine Ahnung was. Er will einen erotischen Villager You hören. Zellos, ist deine Aufgabe. Junge. Los, tu es. Villager You! Ich hör mich da genauso an wie der Hanzo, hey. Total. Okibaki daki denki rei, oder wie? Bitte was? Ich muss Overwatch spielen, um das zu kopieren. Ja, genau. Ich will aber nicht. Mit Bewegungssteuerung. Bewegungssteuerung. Das war schwer. Nächstes Rennen gewinne ich. Genau. Brot mit Cheddar überbacken oder Croissants mit Pesto. Alter, hör auf, von Essen zu reden hier, ey. Was ist da los mit euch? Der Chat ist ganz schön verfressen heute. Ich bin ein Fuchs. Ring, ding, ding, ding. Ich bin ein komischer Typ mit Strumpfhosen und einem Schwert, einem Schild und einem Bogen. Du hast auch Strumpfhosen? Strumpfhosen? Meine sieht man zwar nicht, aber ich habe auch welche an. Cool. Ja, schon zwei. Hey, wenigstens seid ihr männlich genug für Strumpfhosen, ja? Ich bin einfach nur ein Furry, Alter. Ich bin Furry, Alter. Voll gut. Es ist Sparta! Oder auch nicht. Ralfi ist gut mit dem Charakter. Das ist doof. Wo bin ich denn? Ach so. Ja, Marv ist auch ein Charakter, der mir gerne mal ein bisschen das Leben zur Hölle macht. Sehe nicht, wo ich bin und ich bin tot. Geil. Autsch. Ich hatte in dem Moment gerade Leck, wo ich runtergeflogen bin. Das kam nicht mal so easy gerade. Ich mach wenige Risiken, außer ich werde von irgendjemandem reingeschleudert in dich. Dann. In mich? Ja, in dich rein. Wo bin ich? Ach da. Ui. Lol.
Lass mich doch einfach leben. Ich glaube, ich muss das Spiel viel defensiver spielen. Ach, jetzt bin ich schon wieder tot, oder? Damage Boost. Ach ja, aber die Fans von Hoffenheim haben sich bei mir auf jeden Fall mit diesen Sprüchen sympathischer gemacht. Muss man sich Selbstironie zeigen. Ja, jetzt haben sie einen Sympathiepunkt von 100. Einen. Du bist bei mir gerade eine Stufe aufgestiegen. Wobei, es gibt tatsächlich Vereine, die ich weniger mag als Hoffenheim. Wen? Möchte ich nicht sagen. Oh, ist das so? Also Vereine, wo die Fans zu Gewalt neigen oder rechtsradikal sind. Ach, in der Tat. Jeder Mensch weiß jetzt, welchen Verein ich meine. Nee, ich nicht. Hab keinen blassen Schimmer. Oh, wow, wo bin ich denn? Hilfe! Natürlich auch ein bisschen Vorurteil, Whee! Aber naja. Nein! Lass das, Rikus! Verdammt! Damned. Weißt du, der Rikus, da will mich immer... Scheiße, da war ich wirklich häufig gerade töten und dann kam der Rikus von hinten. Ah! Ja, will ich, das stimmt sogar. Stopp! Nimm eine Laserpistole! Nein, mach du nicht, nein! Gottchen, ich flieg durch die Kante, das geht überhaupt nicht. Gott, ey. Dieser Kampf, den empfinde ich als relativ spannend. Und nein, du nicht! Ah! Der wird wahrscheinlich letzter werden. Zellos ist raus. Und ups, ich bin Dritter. Ich bin immer als Erster raus. Das ist einfach nicht dein Tag. Was heißt hier nicht mein Tag? Du bist voll auf die Jagd, ey. Immer nach dem Tierchen bist du unterwegs hier. Ey. Halt eine Bombe für dich. Verdammt, der Penner. Ralfi, ich glaube an dich. Hau ihn weg, den Jungen, hau ihn weg. Glaub an mich. Ralfi! Och, Nico wird bald 16, wie süß. Das ist schön. Könnte Nikos Vater sein. Lade uns also deinem Geburtstag. Wir tun gleich mal einweihen hier in die Welt des Androhls. Das könnte was werden. Ralfi, ich glaub an dich. Alter, nein, was machst du? Oh. Lübeck mag ich. In Lübeck gibt's das beste Marzipan in ganz Deutschland. Das war knapp. Pass auf. Den kann ich nichts, was aus Lübeck kommt, hassen. Weil Marzipan das Geilste ist, was es gibt. Rikus, deine Schuhe sind offen. Besser als Busse. Was? Ich hab doch Sandalen an. Ralfi, los. Gast gewinnen. Das einmal in der Gast. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ah, der ist so schnell, Captain Falcon. Das ist echt Wahnsinn. Marv ist aber auch nicht weniger schnell. Ah, ficken. Das ist ja, so. Schade. Ah, komm schon. Eine ganze ist, Folge gewonnen. Das ist nicht fair. Okay, ich würde übrigens heute keine separaten Aufnahmen machen, sondern es dann im Nachhinein schneiden. Also wir lassen einfach durchlaufen. Alles klar. Okay. Der Charakter. Achso, ja. Genau, ich muss ja noch eine Abmoderation machen. Also erstmal, Ralfi, vielen Dank fürs Mitmachen. War sehr schön. Schön war's, und ja. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Gast und den zwei üblichen Verdächtigen. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert die Videos, schaut mal bei den Jungs rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, Leute!